Deswegen lässt er die Autos einfach... Was zum Geier war das zum Beispiel jetzt gerade? Ich bin normal durch den Zaun gefahren. So wie man es machen sollte. Und trotzdem baue ich so einen blöden Scheißunfall. Kann ich nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Ist jetzt gerade ein blöder Zeitpunkt, um sich kratzen zu wollen. Aber es musste jetzt mal gerade sein. Jetzt fahre ich hier kurz. Da kommt schon wieder so ein doofes Auto. Hier bremse ich lieber ab. Weil ich merke ja, dass ich hier ständig weggeschossen werde, wenn ich zu schnell fahre. Hört ihr jetzt mal auf, mir hier Stress zu machen? Hörst du auf? Junge, ich sag es dir nur einmal. Ich werde jetzt keinen zweiten Platz akzeptieren. Und damit habe ich mich jetzt festgelegt, dass ich Erster werden will und muss. Und nicht nur darf. Ja, genau. Dann müsste ich jetzt hier mal ein bisschen weiter ausfahren. Nur weil mir da jetzt so eine blöde Polizei und so ein blöder Passant sagt, fick dich, jetzt fahre ich hier lang. Ja, ist ja gut, dann fahr da lang. Aber, oh ey. Wenigstens sind die Idioten jetzt auch kollidiert. Endlich mal. Ich habe schon drauf gewartet, aber ja. Viel hat's mir ja nicht gemacht. Weil ich auch schon wieder vor Freude in ein anderes Auto kollidiere. Ich meine, da hat das Autoteil sammeln hat noch mehr Spaß gemacht, als dieses blöde Rennen zu fahren. Oh nein. Na okay, fickt euch. Wenn man damit Rennen gewinnen kann, dann sollte ich auch die Raser erwischen, hä? Ich habe in der Zentrale schon Bescheid gesagt. Die sollen sich melden, sobald mein spezieller Freund bei denen auffällt. Du steigerst dich da ganz schön rein. Okay. Kriegen wir jetzt also noch eine Teilmission? Nee, wir haben den Fall geschafft. Und wir kriegen MadCon Teil 3. Also unser ganz spezieller Freund will er auch noch eine reinbekommen. Und wir, boah, wir bleiben nicht mal bei... Wir haben schon wieder 1 Million draufgeknallt. Okay. MadCon Teil 3. Wie viele MadCon Teil gibt es denn hier noch? Eine Mission ist das nur. Dann könnte es heißen, dass es der letzte ist. Okay. Wir fahren einfach nochmal Streife. Und wir gehen zum Haupteingang. Und wir können jetzt endlich das MadCon-Auto fahren. Aber das bringt mir nichts, weil mit dem MadCon-Auto erreiche ich nichts. Wie ich gerade sehe. So, kriege ich jetzt hier einen Funkspruch? Nee, ich kann gleich wieder zurückfahren. Okay, Sammy, es geht los. Hotte hat meinen speziellen Freund gerade auf der Stadtautobahn gesehen. Dann pass mal auf, jetzt holen wir den Mad Cop aus der Garage. Nein, denn du steigerst dich dazu sehr rein. Same hier. Okay, okay, ich komm ja schon. Let's rock! Oh yeah, Ben will den Rasern auf der Stadtautobahn zeigen. Wir müssen... Oh du Scheiße, wir müssen ihn stoppen, nicht anhalten. Stoppen. Oh ja, Ben, du steigerst dich eindeutig dazu sehr rein. Und das ist genau die Mission, die wir schon mal hatten. Mit unserem Freund, dem Raser. Wir haben wieder kein Nitro. Aber dafür einen Madcorp. Hallo. Na du Scheißidiot. Einmal hast du mich abgehängt. Kommt nicht nochmal vor. Na, wie geht's? Du hast ja auch einen Madcorp, wie es scheint. Warum kannst du denn schneller beschleunigen als ich? Das finde ich nicht so schön. Und schön hinten rein. Du kommst schon nach, oder? Du kommst nach. Ui, guck mal dahin. Ich glaube, dir fehlt da hinten schon was. Wir steigern uns jetzt wie Ben mal rein. Nein, das ist nicht so gut. Ich will dich nicht überholen. Mensch, Junge, was machst du denn? Ich will dich doch hier rammen. Und nicht der andere Straßenverkehr. Aber ich kann verstehen, warum der uns einfach so weggedüst ist. Weil wenn er dieses Auto hat, was wir gerade haben, dann wundert es mich überhaupt nicht. Hallo? Na so? Warum baust du gleich einen Unfall? So war das nicht geplant. Guckt euch mal, wie schnell ich auf...
Ja, 100 km/h beschleunige nicht mal, ich glaube, nicht mal in einer Sekunde. Will ich mir das eigentlich ein, oder ist der Straßenverkehr hier wirklich weniger geworden? Und nochmal. Bam. Hi, Kumpel. Au. Nee, dich will ich jetzt eigentlich nicht verlieren. Was willst du hier? Wo willst du hin? Das musst du mir doch jetzt nicht als Wiederholung immer zeigen. Wo willst du hin? Du willst ja doch hier lang. Warum willst du jetzt aber immer hier lang? Ich habe immer noch kein Nitro. Das finde ich immer noch sehr unfair. Hallo. Düdüt. Oh Gott. Mann, was zum Geier war das denn? Es war nicht so geplant. Oh Gott, komm schon. Nein. Aus. Ich glaube, ich gehe zur Motorradstaffel. Vielleicht kann ich das besser als Auto fahren. Nein, kannst du nicht, Ben. Wir wiederholen das Ganze. Das war mein Fehler. Tut mir leid, Ben. Ben, verzeih mir. Das war mein Fehler. Das war mein verdammter Fehler. Wir sollen den Gegner stoppen. Reißen wir ihn den Arsch auf. So wie wir es eben gerade schon gemacht haben, bloß besser. Junge! Jetzt geht er aber ganz schön aggressiv ran. Was macht er denn? Achso, er setzt sich da mal kurz fest. Na du? Hey! Vor allem ich puff ihn ganz wenig an. Dadurch werde ich so übelst weggeschossen, oder was? Oh mein Gott. Hallo! Na du? Oh mein Gott! Was war das denn? Na du? Was war das denn? Ich habe keine Ahnung, was das war. Das war 9% Schaden für mich. Blöd, Mann. Wow. Langsam komme ich so mit dem Auto klar. So langsam. Aber nicht wirklich langsam. Weil wir sind irgendwie schneller als er. Könnte das sein? Hi. Ich fahre den mal hinten rein, ja. Bam. Warte auf dich. Na los, komm. Komm. Sei brav. Jetzt komm. Sei doch mal brav. Danke. Mehr wollten wir doch gar nicht. Du hast jetzt 15% Schaden? Junge. Das ist viel zu wenig für dich. Oh Gott. Manometer, das war kacke. Das war ein Scheiß. Das war jetzt echt dreckig, was ich gemacht habe. Mein dreckigstes Manöver, was ich je geschafft habe. Achso, der hat nur eine Abkürzung vorhin genommen. Und jetzt zieht er mir wieder davon, oder was? Ich glaube, ich gehe zur Motorradstaffel. Nee, Ben. Du schaffst das, Ben. Ich glaube an dich. Außerdem bist du cool und dein Auto ist auch cool. Also was willst du mehr? Ja, ich weiß, du willst den Sieg. Toll, der war jetzt ja noobig. Also der war ja schon der Start blöd. Okay. Das ist mal so eine Mission, die ich richtig eigentlich auskosten wollte. Aber so doll auskosten wollte ich sie dann auch wieder nicht. Also ich wollte sie nicht ständig nochmal machen. Der Typ wird eigentlich aktiviert, sobald ich über diesen komischen Punkt da gefahren bin. So, Junge. Hier bin ich wieder. Ich in Schwarz, du in Rot. Wir sind wie Deutschland. In großer Not. War das nicht schön gereimt. Kommst du jetzt mal nach, Junge? Jetzt beeil dich doch mal ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller, wenn's geht. Danke. Junge, ich sagte nur, du sollst dich beeilen, nicht so doll. Mensch, Junge, was treibst du hier? Na los, Junge, komm, wir müssen weiter.
Jetzt genieße ich's, jetzt genieße ich's. Oh ja, ich genieße es. Und wie ich es genieße. Ich genieße es richtig, ihn dermaßen fertig zu machen. Das ist wunderschön. Warum gibst du dich eigentlich auf? Warum tust du dir das eigentlich an? Kannst du es mir verraten? Typ im roten Madcon. Madcop. Entschuldigung, nicht Madcom. Warum tust du dir das an? Warum? Sag's mir. Warum? Ich hab dich was gefragt. Sag es mir. Sofort. Sag es mir. Sag es! Und zieh nicht schon wieder davon, ey. Junge! Du kannst es auch übertreiben. Und ich bin mir bewusst, dass ich ihn jetzt verliere. Aber nicht so lange. Larifari, komm! Junge! Warum machst du sowas? Warum machst du sowas? Sag es mir, warum? Warum tust du mir das an? Warum fährst du ständig in mein schönes Auto? Ich vertusche hier gerade voll die Aktion. Voll die Vertuschungsaktion, die ich hier mache. Junge, komm mal her. Wir sind noch nicht fertig, noch lange nicht. Ah, da bist du ja wieder. Hab mich schon gefragt, ob du dich traust, nochmal wiederzukommen. Wenn wir gerade eigentlich auf der Autobahn fahren, fahren wir dann auch über diese kaputte Brücke irgendwann? Hi! Oh, jetzt bin ich auf dir drauf. Oh, das war nicht so gut. Fuck! Wegen dir habe ich meinen Reifen verloren, du Arschgesicht! Toll! Ich glaube, ich gehe zur Motorradstaffel. Und ich krieg noch nicht mal... Ich krieg noch nicht mal 10 Sekunden. Ich krieg keine 10 Sekunden, ich krieg nur 3 Sekunden. Was ist das für eine Verarsche? Der Arsch hat mir gerade die Reifen kaputt gemacht. Deswegen, das hätte ich nicht mehr geschafft. Das fand ich jetzt ein bisschen scheiße. Dann versuche ich es jetzt einfach mal, ihn richtig schnell fertig zu machen. Challenge! Mach deinen Gegner richtig schnell fertig. Das war jetzt nicht so gut. Jetzt wollte ich ihn eigentlich nicht vorbeilassen. Na los, komm. Wir holen ihn noch ein. Komm schon, wir müssen mehr Schaden machen. Mehr Schaden. Wie, das hat ihn nicht ausgebremst? Doch, hat's. Was ist das eigentlich für ein verrückter Fahrer, der nochmal die gleiche Strecke nochmal fährt? Voll am Autobahnpräsidium lang und vorbei an dem. Wow. Ist nicht so gut für dich. Was? Was erzählst du hier? Ich komme nicht an dich ran. Tut mir sehr leid. Na komm. Na komm. Ah, super. Jetzt haben wir schon mal mehr als 50%. Aber wehe, nee, ich verliere dich jetzt nicht, du Junge. Junge, ich verliere dich jetzt nicht. Junge, übertreib's nicht. Hör auf, wegzufahren. Junge, ich hau dir in die Fresse. Was ist denn hier schon... Mann, ey. Ich glaube, ich gehe zum Motorradstaffel. Ich weiß nicht, was das soll. So eine Scheiße, ey. Ich wollte hier ein Extra machen und kein... Doch kein Fluchen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier ein entspanntes Let's Play machen, wo keiner fluchen muss. Besonders nicht ich. Jetzt komm. Komm. Junge. Komm, fahr. Nein, nicht so. Geh doch. Das ist schon 5% Schaden. Es wird noch mehr, keine Sorge. Ich raste den so mit 300 oder noch was in sein Auto und er kriegt nicht so viel Schaden.
gut. Er hat ein bisschen Schaden jetzt bekommen. Jetzt komm noch mal an. Junge, das macht keinen Spaß, wenn du nicht da bist. Scheiße, ich wollte ihm eigentlich voll noch am Hacker wischen. Hat aber nicht geklappt. Sowas Doofes. Und hier darf ich wahrscheinlich einfach nur nicht so schnell. Ich versuch's jetzt mal auf meine fachmännische Art und Weise. Ja, genau so. Mensch, jetzt haben wir schon 70%. Das war eigentlich ganz gut. Bams, Bams und Bams und nochmal Bams. Und nochmal gegengehauen. Na komm. Du hast doch noch nicht genug. Sag ich doch, du hast noch nicht genug. Obwohl du schon 70% Schaden hast. Ab 90 wird's kritisch für dich, das weißt du ja. Hoffe ich doch, dass du das weißt. Wow, wie ich jetzt rumgedriftet bin, das war mal ganz gut. Da. Das tat, glaube ich, weh, oder? Möglicherweise tat das wirklich weh. Ach, du hast immer noch nicht genug. Provozierst bis ans Ende der Welt. Provokation. Was? Was war denn das jetzt von dir? Junge! Kannst du nicht einfach so abbremsen? Provokation ohne Ende. Ups. Entschuldige. Ich wollte eigentlich nur normal die Kurve fahren, aber ich hab's wohl dann doch nicht so gut hinbekommen. Na los, komm her. Oh. Dein Auto dampft. Könnte doch sein, dass dein Auto kaputt ist? Ja! Du bist doch mal raus. Ich kam, sah und trat ihm in den A. Ups, das Spiel ist ja frei ab 12 Jahren. Sorry. Ich trat ihm in den Arsch. Genau. Super. Warte, wenn das Spiel ab 12 ist, darf man dann keine Schimpfe? Okay, gut. Lalalala. Egal. Fall abgeschlossen. Wir gucken die Fälle mal kurz an und sagen alles zu 100%. Da. Damit ist das Special auch beendet und Alarm für Cobra 11 ist endgültig ein für alle Mal abgeschlossen. Damit würde ich sagen, macht's gut, das war's für Alarm für Cobra 11 Extra Special Edition für euch. Bis dahin und wir sind raus.